Ach du Heiliger, was haben wir denn hier? Ist das ein Wasserrad? Die verschlossene Pforte. Geschafft. Was ist das? Ist das... Ist das eine Träne? Wie krass das hier einfach aussieht, Leute. Schaut euch das an. Das ist ja mal so heftig. Holy moly. Darf ich die jetzt einsammeln? Darf ich die berühren? Ich würde sie gern berühren. Untersuchen. Ich berühre sie wirklich. Was zur Hölle war das? Haben wir eine weitere Fähigkeit bekommen? Zeitumkehr! Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Ich wusste auf jeden Fall, dass diese Fähigkeit noch kommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir sie von Zelda bekommen. Das war jetzt unerwartet. Die Fähigkeit, die Bewegung eines Objektes rückgängig zu machen, man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Die Suche nach Zelda. Und nun? Jetzt muss ich doch bestimmt hier irgendwas umkehren. Ich finde es so heftig, wie lange man einfach die Zeit damit anhalten kann. Kann ich das unendlich lange? Tatsache! Ich kann die Zeit hier unendlich lange anhalten. Aber ich kann mich dabei auch nicht bewegen. Aber irgendwie auch nachvollziehbar, sonst wäre die Fähigkeit viel zu overpowered. Ich nehme einfach mal an, ich darf das hier einmal zurückdrehen. Aber was passiert jetzt? Passiert jetzt irgendwas? Ich bin ehrlich, das hat gar nichts gebracht. Muss es das Teil in der Mitte sein? Oh, Moment. Ich muss da oben rauf, oder? Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nevermind. Das war blöd. Nochmal. Zack. Ja, so funktioniert das. Das ist ja mega nice. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich die Fähigkeit so gut anfühlt. Aber doch. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und ich muss auch ehrlich sagen, das sieht nach der epischsten Fähigkeit aus. Einfach nur, was diesen Effekt hier angeht, dass einfach alles schwarz-weiß wird. Das ist insane.
Und hier haben wir tatsächlich wieder eine Hylia-Statue. Beten. Ich kann mir denken, was wir hier tun können. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Beten? Moment, was? Wir können uns hier doch nichts kaufen. Was ein Bait, Leute. Ich war so davon überzeugt, dass wir uns hier jetzt einen Herzcontainer holen können. Oder einen Ausdauercontainer, aber nein. Sie zeigt uns nur ein mildes Lächeln. Alles klar. Dann gehen wir mal hier durch. A gedrückt halten. Oh, wir brauchen unsere Lebenskraft, um diese Tür zu öffnen. Dieses Tor stellt deine Lebenskraft auf die Probe. Oh, wir bekommen jetzt doch einen Herzcontainer, oder? In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Ah, das war so klar. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du diese sammelst und der Göttin darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Bitte, zeige mir das Pura-Pad. Das Pura-Pad verfügt über eine Teleportfunktion. Siehst du die blauen Symbole auf der Karte? Du solltest dich jederzeit zu diesen Symbolen teleportieren können. Oh, also funktioniert's doch. Wir mussten scheinbar nur drauf warten. Nutze die Teleportfunktion, um den verbleibenden Schrein zu finden. Interesting. Also, mit so einer Wendung hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel kommt mit einigen Wendungen daher. Man hat irgendwie immer das Gefühl, man ist dem Spiel einen Schritt voraus, weil man BOTW kennt. Aber dann kommt es doch ganz anders, als man es erwarten würde. Finde ich sehr, sehr interessant. So, dann teleportieren wir uns da einmal hin. Zum letzten Schrein. Raum des Erwachens. Moment mal, das ist doch ganz am Anfang, oder? Und wir sind wieder auf der vergessenen Himmelsinsel. Moment mal, wir können doch hier den ganzen Spaß bestimmt zurückdrehen, oder? Da oben ist irgendwas. Irgendwas ist da oben. Das ist doch locker ein Rätsel. Habe ich recht? Da muss irgendwas sein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das war dumm. Ich dachte, ich müsste die ganzen Zahnräder separat voneinander deaktivieren, aber nee. Wie es aussieht, sind die miteinander gekoppelt. Dann machen wir das mal so. Einmal rauf da. Nein, nein, nein. Oh, es ist so nice, dass diese Fähigkeit keinen Cooldown hat wie das Stasis-Modul. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich fand den Cooldown vom Stasis-Modul echt ein bisschen too much teilweise. So, direkt mal wieder aktivieren. Oh, perfekt. So, nun... Einmal hier rauf. Okay, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit. Schnell rüber, schnell rüber. Was befindet sich jetzt hier drüben? Muss ich vielleicht hier lang? Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal eine geheime Höhle. Ich muss hier lang, oder? Ich wusste doch, dass es hier irgendwas oben geben würde. Ja, und hier ist auch der Schrein. Ich wusste es doch. Der Natyo-Yaha-Schrein. Wie cool. Was haben wir hier? Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonau-Energiekristalle. Oh. Okay. Zusatzbatterie? Mit einer Zusatzbatterie lässt sich die Gesamtkapazität der Batterie erhöhen. Eine verbesserte Batteriekapazität ermöglicht es dir, Sonau-Bauteile länger zu nutzen. Falls du Sonau-Energiekristalle hast, kann ich dir hier Zusatzbatterien anfertigen. Soll ich mit der Produktion beginnen? Ja, bitte. Zur Produktion werden mindestens 100 Sonau-Energiekristalle benötigt. Kehre zurück, wenn du über die erforderliche Anzahl verfügst. Ein Hinweis zum Sonanium, das benötigt wird, um Sonau-Energiekristalle zu gewinnen. Die Vorräte dieser Insel sind nahezu erschöpft. Vermutlich reichen sie nicht für den Bau einer einzigen Zusatzbatterie. Falls du mehr willst, musst du in den fernen Tiefen des Landes suchen, wo Sonanium 1 abgebaut wurde.
In fernen Tiefen also. Das klingt doch schon sehr danach, dass es in diesem Spiel eine Untergrundebene geben wird. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir in diesen Schrein hier rein. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Umkehr. Oh, ich verstehe. Der Schrein ist dafür da, um diese Fähigkeit zu erlernen. Oder, naja, zumindest um diese Fähigkeit auf die Probe zu stellen. Ah, dann gehört der Schrein basically zu dieser Fähigkeit hier. Macht Sinn. Dann verstehe ich auch, warum es genau 4 Stück gibt. So, und den Spaß dürfen wir jetzt auch einmal hier umkehren. Das Problem ist nur, kommen wir damit so einfach rauf? Oh, Tatsache. Oh mein Gott. Das macht er literally jede Bewegung nach. Nein. Nein. Es hüpft ja sogar. Okay, wir müssen also aufpassen, dass wir nicht weggeschleudert werden. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay, ich sollte vielleicht hier springen. Yo, wie cool ist das? Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Fähigkeit so cool finden würde. Moment mal, ich habe meine Idee. Was passiert, wenn wir erstmal den Spaß hier umkehren, logischerweise? Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass diese ganzen Fähigkeiten der Ultrahand 1000-mal interessanter sind als die aus BOTW. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass das alles noch neu für mich ist, aber aktuell habe ich echt das Gefühl, dass das viel, viel cooler alles ist. So, ich werfe mal jetzt einfach diese Kiste hier nach oben und benutze dann die Zeitumkehr. Fliegt sie dann wirklich zurück? Tatsache. Ich will nicht wissen, wie heftig es war, diese Fähigkeit zu programmieren. Ich bin ehrlich. Das stelle ich mir absolut schlimm vor. Und hier sind 10 Holzpfeile drin. Aber wie genial ist das bitte, dass das so gut funktioniert? Dass sich einfach alle Bewegungen gemerkt werden und umkehrbar sind. Das ist doch lächerlich. Okay, da war gerade was offen. Okay, komm, 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 komm. Da hat sich irgendwas geöffnet. Öffne dich doch. Oh, Moment. Wenn die beiden Zeiger aufeinander sind, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass die Tür aufgeht. Das war klar. Oh. Beide Zeiger werden zeitgleich aktiviert, wenn ich die Zeitumkehr benutze. Das ist ein Problem. Aber wenn wir sie benutzen, wenn die beide übereinander sind, so wie hier in etwa, dann müsste ich doch mehr als genug Zeit haben. Oh mein Gott, wie genial war dieses Rätsel, bitte. Ey, Leute, ich bin so geflasht von allen Fähigkeiten und allen neuen Mechanics, die es gibt. Das ist so genial. Die Rätsel sind einfach 1000-mal besser geworden. Ich meine, BOTW hatte schon einige coole Rätsel, aber das hier ist wirklich nochmal ein Next Level. Es fühlt sich so heftig nach den alten Zelda-Teilen an. Ich weiß, ich bin gerade einfach nur begeistert von diesem Spiel, Leute. So, damit müsste ich jetzt mein letztes Lichtsymbol bekommen. Ich vergesse leider immer wieder, wie die heißen. Ich glaube, Segenslicht oder so. Segenslicht, okay. Ich versuche mir das auf jeden Fall zu merken. Ich vergesse nämlich immer wieder den Namen. Jetzt sollten wir, glaube ich, genug Segenslichter haben, um hier an der Statue zu beten. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt am besten hin? Am besten würde ich sagen, von da aus oder mit einem Gleiter. Ja, von hier aus passt schon. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da am besten hin? Ich habe so eine kranke Idee. Aber die wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ach Mist, die funktioniert nicht. Weil meine Ultrahand einfach keine Range hat. Okay, wisst ihr was? Dann sei es drum. Springen wir hier runter. Das Ding ist halt, wenn es kleinere, ich sag mal, Hürden sind, kann man sich so einfach irgendwelche Fahrstühle oder Lifts machen, indem man einfach eine Holzplanke nimmt, sie von einer Seite zur nächsten verschiebt und dann die Zeit umkehrt. Ich habe das Gefühl, das könnte richtig gut funktionieren. Wow, also die Möglichkeiten in diesem Spiel müssen endlos sein. Ich bin so gehypt auf Hyrule. Und vor allem, inwiefern diese ganzen Fähigkeiten auch wirklich zur Anwendung kommen. Weil ich meine, was bringen diese Fähigkeiten, wenn am Ende des Tages keine Rätsel so vorhanden sind?
Da bin ich natürlich noch ein bisschen skeptisch, aber to be honest, von dem, was bisher alles gezeigt wurde, gehe ich nicht davon aus, dass es nicht genauso gut weitergehen wird wie aktuell. Eigentlich bin ich schon sehr davon überzeugt. So, das wird hier einmal umgekehrt. Zack. Oh, der Soundeffekt ist auch so episch. Die mussten ja mit der Fähigkeit echt nochmal auf die Kacke hauen. Muss man ehrlich sagen. So, und nun sollten wir hier einen Herzcontainer bekommen. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslichter erhalten. Für 4 Segenslichter kann ich dir neue Kraft gewähren. Ich erbitte Herzen. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Und wir bekommen unseren ersten Herzcontainer, Leute. Oh, wie cool. Es gibt eine neue Animation. Das sieht awesome aus. Ja, wir nähern uns so langsam, aber sicher unserer alten Kraft. Wenn auch wirklich sehr, sehr langsam. So, jetzt ist die Frage, was befindet sich hier hinter? Na dann, halten wir mal A gedrückt. Los, Link. Diesmal muss es reichen, oder? Doch, das reicht. Yes! Wie cool dieses Schlangensymbol auch einfach ist. Oh oh. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass Rauru so schnell verschwinden würde. Das ist genau wie mit dem alten Mann auf dem Plateau. Was so viel bedeutet wie, da vorne geht es runter nach Hyrule. Und ich bin so gespannt darauf, wie sich diese ganze Welt hier verändert haben wird. Ich bin so aufgeregt. Warum geht es hier runter? Ich denke, wir müssen hier mit einem Deckensprung hoch. Oder können wir auch direkt runter? Die Frage ist, möchte ich darunter? Wahrscheinlich eher nicht. Moment mal, wir bekommen doch sicherlich noch einen Paragleiter. Oh, ich vergaß. So ganz ohne Paragleiter könnte das hier doch ein bisschen unangenehm werden. Der ist doch bestimmt da vorne, oder? Was ist das dort? Ah, meine Güte, hier muss man echt aufpassen, dass man nicht runterfällt. Na los, Link. Was ist das? Das ist doch ein Paragleiter, oder? Also, beziehungsweise, das ist kein Paragleiter offensichtlich, aber wir müssen doch safe einen bekommen. Was haben wir hier?
Link! Bitte finde mich! Okay. Auf nach Hyrule. Also es wäre natürlich cool gewesen, hätte sie mir gesagt, wo sie sich befindet. Ich meine, wie soll ich sie sonst finden? Aber auch gut. Jetzt haben wir unser Master Sword verloren und irgendwie ist es jetzt bei Zelda gelandet. Wahrscheinlich ist sie wirklich in einer anderen Zeit. Das Problem ist nur, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass ich hier einen Paraglider bekommen würde. Wie soll ich denn jetzt hier runterspringen? Soll ich einfach hier runter? Da ist auf jeden Fall ein See, aber das überlebe ich niemals. Habe ich ein Parasegel? Sag mal, bin ich blöd? Muss ich einen Gleiter nehmen? Muss doch jetzt keinen Gleiter nehmen, oder? Auf nach Hyrule. Vielleicht erwartet das Spiel wirklich, dass wir jetzt hier ins Wasser gehen. Geronimo! Also ganz ohne Gleiter ist das doch ein bisschen beunruhigend, oder? Na, wobei, wir landen eigentlich ganz gut. Das würde doch kein Mensch überleben. Oh mein Gott. Komm schon. Das hat wirklich funktioniert? Ganz ohne Paragleiter? Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Königreich Hyrule. Wir sind endlich hier. Wie heftig das hier aussieht. Wo genau bin ich überhaupt? Da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Schrein. Vielleicht gehen wir direkt mal dorthin. Ist das nicht Kakariko? Da sind die Zwillingsberge. Das müsste Kakariko sein. Und da ist Schloss Hyrule. Was genau wird auf meiner Karte jetzt hier angezeigt, frage ich mich. Auf nach Hyrule. Wir müssen wahrscheinlich erstmal dorthin. Wisst ihr was? Gehen wir erstmal dorthin, wo der Punkt uns hinführt. Wie krass, ey. Es ist so ein heftiges Gefühl, einfach wieder in Hyrule zu sein. Auf einmal fühlt sich doch wieder alles so vertraut an. Was haben wir da? Was ist denn das für ein Bockblin? Der hat auf jeden Fall so eine Art Schleuder an seinem Rücken. Schauen wir mal. Mal gucken, ob wir den wegholen können. Ich habe eigentlich eine ganz starke Waffe hier. Die Frage ist natürlich, ob dieser Bockblin da stark ist. Ne, Moment. Hoppala. Okay, er greift mit seinem Horn an. Macht Sinn. Stirb. Ah, nein. Der trägt ja einfach nur Äpfel mit sich rum. Warum das denn? Bockblinhorn. Wichtig. Bockblinhauer. Warum schleppt der bitte Äpfel mit sich rum? Ich bin verwirrt. Aber gut. Oh mein Gott, ich kann mir hier doch bestimmt Fahrzeug machen. Was steht hier? Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Bei Interesse an einem Traumhaus ist das Bauunternehmen Dumpster für Sie da. Oh, ich frage mich, ob man hier ebenfalls ein Haus bauen kann. Vielleicht kann man sich hier tatsächlich sein eigenes Haus bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich mir jetzt hieraus ein sinnvolles Gefährt? So. Ich habe noch keine Ahnung, was ich daraus mache, aber schauen wir einfach mal. Wir können ja jetzt kreativ sein. Das ist so krass, hier in Hyrule zu sein und so eine riesige Sandbox-Welt zu haben. Ich freue mich gerade mega darauf. Die Frage ist nur, wie können wir das Ding hier antreiben? Wahrscheinlich mit unseren Ventilatoren, aber wir haben halt nichts zum Lenken. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, die Teile hier zu benutzen. Irgendwas sagt mir, dass das ziemlich dämlich ist und ich wahrscheinlich nicht rauskommen werde, aber egal. Wie gesagt. Probieren geht über Studieren. So. Es dauert natürlich alles ein bisschen, muss ich sagen. Vor allem, wenn man mit der Steuerung noch nicht so vertraut ist. Na, wobei, doch, man kann das schon relativ schnell machen. Man muss halt nur irgendwie mit der Steuerung erstmal klarkommen.
Vor allem muss ich erstmal mit der Bewegungssteuerung klarkommen, denn damit habe ich ja noch gar keine Erfahrung gesammelt. So, komm. Ich werde doch niemals darauf kommen. So, und jetzt darf ich das ganze Gedöns hier einmal drehen. Oh mein Gott, das sieht so funny aus. Das ist mein erstes, naja, Fahrzeug. Falls man es so nennen darf. Okay, leider kann es aktuell nur geradeaus fahren, aber das ist kein Problem, denn wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir genau in Richtung des gelben Punktes fahren. Und zwar in die Richtung müsste das sein. So. Oh, und da hinten ist ein Bockenlager. Hoppala, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Kumpel, bleib stehen. Danke. So, jetzt muss ich ja einmal meine Bauteile droppen. Ventilator. Ich denke mal, zwei Stück sollten reichen. Wir wollen ja schnell sein. Komm, 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 komm. Zack. Einmal daran. Das ist so genial, Leute. Ich muss ehrlich sagen, es macht total viel Spaß. Einfach hier kreativ zu werden. So, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Auf geht's! Ja, es ist ein bisschen holprig. Gebe ich zu. Aber es funktioniert. Und darum geht's. Ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht so schnell damit. Sind wir wenigstens gleich da? Ich glaube, wir sind gleich da. Da vorne ist diese Höhle. Ich denke mal, ich gehe erstmal dort rein. Oh. Hyrule-Gras. Dieses gesunde Kraut wächst seit uralten Zeiten in Hyrule. Als Kochzutat füllt es mehr Herzen auf als roh. Okay. Wer isst da noch einfach so irgendeine Blume? Das ist doch nicht so lecker, oder? Oh, da hinten ist ein Rumi. Die gibt's ja auch. Wow. Moment mal. Was kann ich eigentlich mit der Zeitumkehr machen? Nix. Okay. Hier auch nicht. Kann ich die Rumis hier auch einfach nur abschießen? Ja. Die geben mir wieder Rubine. Na dann her damit. Witzigerweise muss man die hier mit A einsammeln. Es reicht nicht einfach nur drüber zu laufen. Okay, das ist interessant. Warum auch immer. Muss ich jetzt in die Höhle rein? Nee, Moment. Ich muss gar nicht in die Höhle. Aber ich kann. Nur wisst ihr was? Dann gehen wir doch mal rein. Entdeckt. Ih, was bist du denn? Was bist du denn? Okay. Da habe ich eine gute Strategie gegen dich. Ja, ja, ja. Hier, bitteschön. Haha. Tja. War nicht so schlau, was? Was war das denn für ein komischer Höhlenbewohner? Ein Horrorblin? Ein Horrorblin? Was zur Hölle? Hammerförmiges Horn mit einer harten Spitze. Befestige es an einer Waffe, um die Angriffskraft zu erhöhen. Oder koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Gibt es neue Bockblin-Arten? Sozusagen? Ein Horrorblin? Auf jeden Fall ein sehr interessanter Name. Hoppala, das wollte ich nicht. Steuerung natürlich noch ein bisschen tricky. Wisst ihr was? Ich drop mal so ein Horn. Ab in die Hand. Zack. Und ran da. Habe ich einfach so einen Hammer. Okay. Krass. Wie viele neue Gegnerarten es einfach gibt. Was haben wir hier? Leuchtpilz. Dieser Pilz ist in Höhlen zu finden und enthält fluoreszierende Enzyme. Als Kochzutat lässt er dich leuchten. Man kann leuchten, was? Okay. Ah, der klassische Reisebogen. Den kennt man aber noch. Kann ich den eigentlich mit irgendwas kombinieren? Ich kann theoretisch einen Reisebogen an irgendeine Waffe machen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Gebe ich zu. Ist denn noch irgendwo so ein Horrorblin? Locker, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo noch so ein Horrorblin geben wird. Oder den Kollegen hier. Dich habe ich nämlich eigentlich gesucht. Na komm. Headshot. Bam, bam.
Los, gib mir was auch immer du mir zu geben hast. Und zwar genau das hier. Das Mayoi-Signum. Wofür auch immer man die braucht. Ich bin saugespannt, wofür man die am Ende des Tages ausgeben kann. Oh, was haben wir da oben? Ja, da benutze ich doch mal ganz klar eine neue Fähigkeit hier. War hier oben nicht noch eine Truhe drauf? Habe ich mich verguckt? Ah, nee, hier. Wollte schon sagen. Ein Reiseschwert. Ein gewöhnliches Schwert, das viele Reisende verwenden. Die Klinge ist zwar ziemlich zerfressen, aber sie eignet sich nach wie vor gut dazu, Dinge aufzuschlitzen. Okay, finde ich gut. Die würde ich gerne mit irgendwas kombinieren. Die Frage ist, womit? So ein Bockblinhorn macht, glaube ich, gut Schaden. Oder so ein Alpha-Elite-Konstrukthorn. Dann nehmen wir mal sowas. Brauche ich wieder Synthese? Nein, ich will nicht nach oben. Zack. Schaut euch mal diese Klinge an. Die sieht schon sehr, sehr fancy aus. Was habe ich denn da jetzt? Eine Alpha-Elite-Klinge. 10 Schaden, ja. Kann man mitnehmen. Und wie es aussieht, habe ich diese Höhle jetzt auch geklärt. Ich denke, man muss immer diese komischen, gummiartigen Wesen besiegen, um so eine Höhle zu klären. Interesting. So, denke ich mal nach oben. Das ist ganz cool. Man kann Höhen hier extrem einfach damit verlassen. So langsam verstehe ich die Wichtigkeit von dieser Fähigkeit.